Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, das Schiff haben wir hier ja erledigt. Die Geschütze müssen noch zurückgetragen werden. Ich glaube, die Befehle dafür sind auch bereits da. Ja, alles klar. Und ich habe gerade hier die Zone wiederhergestellt. Hier war ja so ein kleines Loch drin von unserem Bunker. Das heißt, hier wieder alles hergestellt. Hier habe ich mal die Kanten ein bisschen gerade gezogen. Und dann würde ich gerne hier bei unserem Wald tatsächlich, weil es ist ja eine künstlich bewirtschaftete Fläche, es ist kein natürlicher Wald, daher würde ich hier gerne einen gepflügten Boden errichten, um diesen Wald quasi für uns, wir könnten die jetzt sogar noch erweitern jetzt, wisst ihr was, dann machen wir das doch mal anders. Wir errichten hier einen gepflügten Boden in diesem Bereich und na, da geht's natürlich nicht. Wir können aber hier, ah, da müssen wir trockenlegen erst. Aber eigentlich reicht ja die Fläche auch. Genau. Also, hier machen wir das nicht. Das nehmen wir raus. Wir machen nur hier gepflügten Boden und können es dann vielleicht noch ein bisschen weiter runterziehen. Einen hier und da geht's nicht, aber nach links müsste, ah ne, da geht's auch nicht. Okay, dann ist das die Fläche, die wir künftig bewirtschaften. Das heißt, wir erweitern die Zone. Jetzt habe ich verkleinern gesagt. Zone erweitern, so rum. So, was ist denn hier los mit meiner Maus? So, wird das die neue Zone sein? Die verkleinern wir jetzt hier. Das brauchen wir nicht mehr. Die Bäume werden wir dann entfernen. Hier kommt gepflügte Erde hin und ja, Bewässerung muss nicht sein. Aber das wird dann unser Wald sein. Eigentlich, das ist rauer Schiefer, da müssten wir doch. Ne, den Boden können wir nicht wiederholen. Wir kriegen nur a quarried ground, genau. Das geht nur bei Böden, die, ja, wo eine Steingrube drin war. Also, die kann man ja auch bauen. Eine Quarry, ein Steinbruch. Aber gibt es denn nicht auch die Möglichkeit, ich glaube, das müssen wir noch erforschen. Ja, Moment, nee, wir können ja Soil machen, das geht ja auf jeden Fall schon. Das geht jetzt nur nicht hier. Moment. Moment, das muss ich mir genauer anschauen. Also, nochmal Böden. Tilt Soil. Genau, da machen wir das doch so. Da machen wir Soil. Hier machen wir das auch einmal. So, das ist nur das eine Feld dort. Das heißt, das können wir schon mal umgraben. Das können wir auch umgraben. Das können wir umgraben. Das können wir umgraben. Und das hier, das können wir mit Soil umwandeln in Erde. Und dann haben wir doch einen viel größeren Bereich. Dann haben wir jetzt erstmal die Zone, erweitern die. Ja, da geht es halt erst, wenn der Boden zurück verwandelt wurde in normale Erde. Aber dann haben wir halt eine anständig große Fläche. Das finde ich ganz gut. So, das lassen wir jetzt erstmal abarbeiten. Wir haben natürlich noch ein paar andere Aufträge. Zum Beispiel hier muss noch der Boden geglättet werden für unsere Krypta. Da werden wir Sarkophäge reinstellen. Dann wollen wir diesen Bereich noch umbauen. Gut, durch das Pflügen werden natürlich jetzt auch einmal alle Bäume entfernt. Die werden dann aber im zweiten Schritt wieder angebaut. Okay, das ist schon fertig. Jetzt können wir hier schon erweitern. Da noch nicht. Das heißt, wir können
hier umpflügen. Okay, dann schauen wir mal, wie weit es hier ist. Hier entsteht die Wand für unseren Raumhafen. Etwas hochtrabender Begriff für den Hangar. Aber hier bauen wir dann unser Raumschiff hin. Das machen wir noch zu hier, wenn dann alles fertig ist. Dann werden wir den Zugang von hier unten irgendwie öffnen. Die gehen gerade wieder. Das ist die Karawane, die zu Besuch war. Und irgendwie bin ich mit diesem Bereich noch nicht so ganz zufrieden. Das Steinlager soll ja hier rüberkommen dann. In diesem Bereich. Die Frage ist, ob wir hier nochmal Quartiere errichten. Ist natürlich zu klein. Der ganze Block hier ist größer. So, eine neue Besuchergruppe. Ach, das ist eine Besuchergruppe. Das sind keine Besucher. Missverständnis. Moment. Nee, nee. Missverständnis. Doppelter Hinsicht. Das sind natürlich, ist eine Besuchergruppe, die hier uns besuchen kommt. So, eine Vorratskapsel, da gucken wir erst nach und dann schauen wir nach. Das ist Schokolade, okay. Das können die Hunde reinholen. Jetzt gucken wir mal eben nach, von welcher Fraktion sind die jetzt nochmal? Von Guanacos. Da ist die Beziehung noch nicht gut genug, dass ich jemanden abwerben kann. Bei dieser Atlantistan-Fraktion auch nicht. Von daher warten wir da noch ein bisschen. Hier müssen wir noch den Boden korrigieren. Da hatten wir ja die Schleuse weggenommen. Tja, und das hier, von 3 auf 2 irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich würde diesen ganzen Bereich gerne nochmal umbauen. Könnte aber auch zu viel des Guten sein. Wir machen erstmal weiter mit dem Rest. Tja, ob wir jemals das Raumschiff sehen werden in dieser Staffel, das weiß ich noch nicht. Ihr wisst ja, worauf ich warte. Auf die Mars X-Mod. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt schon raus ist, weil diese Folgen sind natürlich ein bisschen vorproduziert. Da ich ja auch gerade Urlaub hatte, ging das nicht anders. So. Oh, ein Timberwolf macht Jagd auf Geisha. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Ah, wird Geisha wahrscheinlich verlieren. Das ist nicht schön. Ja, da liegt Geisha schon am Boden. Mina kommt den ganz langen Weg. Ich werde direkt das Feuer eröffnen. Ja, okay. Geisha ist tot. Ein paar Treffer wären dann auch mal schön. Okay, tot. Immerhin gerecht. Schade trotzdem. Gut. Also ich hoffe zumindest, dass hier die Pappel neu ausgesät wird. Eigentlich schon. Ein Großhändler. Da bedienen wir uns natürlich wieder. Ja, und dann habt ihr mir vorgeschlagen, der Forschung etwas mehr Gewicht zu verleihen. Da stimme ich zu. Das möchte ich gerne tun. Da gucken wir gleich mal über die Priorisierung. Wie viel Stahl haben wir momentan? Das dürfte nicht so viel sein. Na, 3000. Wir kaufen, was der Händler hat. Und wir verkaufen Hundeleder, Elefantenhaut, Wolfsfell. Das behalten wir alles hier. Wir bezahlen mit Mais und Teufelsgarn. Moment, das ist definitiv zu viel. So viel hat der Händler gar nicht mit.
Ja, das ist auch noch locker zu viel. Machen wir es einfach so. Okay, so. Ja, der Forschung mehr Gewicht verleihen. Wie könnte das funktionieren? Indem wir hier natürlich Forschen auf eine höhere Priorität setzen für Maxidom, was ich hiermit tue. Aufsehen ist auf 1, das heißt, das macht er sowieso vorrangig. Und das gleiche werden wir auch bei Säge machen. Beide werden quasi Dauerforscher. Und Gertje, ganz ehrlich, da stelle ich es auch auf 1. Das können wir auch ruhig machen, denn es sind nur 2 Tische da. Das heißt, einer von den dreien, der gerade nicht forscht, ist dann eh für die anderen Sachen frei. Aber so haben wir künftig mehr Forscher im Einsatz oder im Dauereinsatz sogar. Das ist heute oft nicht der Fall. Röhrenfernseher, braun, dann kommt der Flachbildfernseher. Tja, ob wir das nochmal umbauen hier, ich weiß es nicht. Ah, sehr gut, hier oben ist es fertig, das heißt, hier kommt Granit hin, da kommt Granit hin. Die Wand bleibt so und dann können wir hier langsam zumachen. Nicht mehr lange. Ah, da ist ein Stück fertig geworden. Ich wünschte, dass wir das hier eben mal fertig machen könnten. Okay, so. Dann graben wir jetzt um, erweitern die Zone. Und dann haben wir unseren Wunschwald bald fertig. So, da ist noch ein Geschütz, das runter muss. Die anderen stehen schon wieder hier, beziehungsweise sind auch 3 neue gebaut worden. Oder 4 sogar. Da war ja beim Angriff gegen oder beim Kampf gegen das übersinnliche Schiff ein paar Geschütze verloren haben. So, sehr schön. Unsere Gäste verlassen uns wieder. Wertung 100, das heißt, das ist die Höchstwertung. Schauen wir mal, wie sich das ausgewirkt hat. Von plus 15 war es, glaube ich, auf plus 34. Es geht echt langsam. Da brauchen wir noch viele Gäste, bevor wir hier mal auf den grünen Zweig kommen. Entlanistan darf gerne mal wieder vorbeikommen. Denn die haben Leute, wo ich gerne anwerben würde. Ich meine, mit Sicherheit auch die Guanaco-Nuss hier, die wir gerade hatten. Aber da dauert es halt irgendwie länger. Das sind Ureinwohner. Das hier sind halt normale Outlander, Zivilisierte. Die, ja, die werbe ich auch gerne an. So, ich bin gespannt, ob der Wald hier wieder neu eingesät wird. Also, ja, wohl doch da. Die sind ja schon neu, oder? Nee, die sind noch nicht neu. Bin ich sicher. Doch, die sind neu. Ja, da wird auch schon angesät. Sehr schön. Oh, was haben wir denn da? Die neue Bürgermeisterwahl. Wir haben 4 Kandidaten. Mina, Säge, Doc Snyder und Age. Okay, ich habe das hier mal durchgeschaltet. Ihr könnt das euch in der Pause nochmal ansehen. Ich finde, ja, das Feature ist ganz nett, aber ich glaube nicht, dass ich diese Mod jetzt unbedingt normal spielen würde. So, wir haben noch viele Bäume, die wir hier mal abbauen können. Für Holz. Zehntausend Einheiten haben wir schon, das Lager quillt über. In der Tat, kommt es schon zur Tür heraus, das Holz. Ja, sollen wir hier ein Holzlager bauen? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich möchte gerne jetzt erst einmal hier dieses Grab von Templi nehmen und hier einen Sarkophag für Templi bauen. Das mache ich jetzt auch mal zuerst. Einen schönen Sarkophag aus, was haben wir jetzt hier genommen? Schiefer, ne? Dann lassen wir das auch komplett aus Schiefer. Und Kopfteil ist da, wo der Pfeil ist. Das heißt, ihr seht das, wenn ich rübergehe. Also, Köpfe sollen hier an die Wand. Jetzt müssen wir mal schauen. 1, 2, 3. Ja, mit Abstand natürlich.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also ganz oben an die Wand. Nee, dann lassen wir den Abstand. Von hier an. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir bauen direkt mal 2. Und dann werden wir hier ein Holzlager errichten. Noch 2 Stützen rein. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und zack. Dann wird das Dach hier geschlossen. Sehr schön. Okay. Zone. Lager. Hier kommt nichts rein. Hoppla. Alles löschen und dann nur Rohstoffe, Holz. Na. Jetzt aber Böden. Und da machen wir hier wieder unsere Plywoodboards rein, die zwar nicht schön sind, aber günstig. Oh ne. So. Und sobald der Sarkophag fertig ist, und das ist jetzt der Fall, gleich, jeden Moment. Na komm. Meine Güte, warum nicht lang? Okay, da ist er so. Da stellen wir jetzt erstmal ein, dass hier nur Kolonisten reinkommen. Keine Fremden ist sowieso schon eingestellt. Standardeinstellung so. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Öffnen das Grab. Jetzt müssen wir dieses Grab abreißen. Und dann kann Doc Snyder wieder zurückkommen und Templi begraben. Ja, sorry für diesen Anblick nochmal. Aber das ging jetzt auch nicht anders. Zone erweitern, zack. Den Boden natürlich auch. Also manchmal will er mir das Baumenü nicht öffnen. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Und jetzt kriegt der Tempel hier seine endgültige Ruhestätte in der schönen Krypta. Schön, ja, man kann sich streiten. Hier werden noch diverse Maßnahmen zur Verschönerung stattfinden. Ich sage auch gleich welche. Und zwar bauen wir jetzt erstmal noch mehr. In der Hoffnung, dass wir sie nie voll machen. Und hier kommt jetzt als Beleuchtung was Besonderes rein. So, nämlich Fackeln. Hier möchte ich Fackeln hinstellen. Die müssen natürlich regelmäßig nachgefüllt werden mit Holz, aber dank Wald und ja, 11.000 Einheiten Holz, da muss man glaube ich wohl nicht mehr zu sagen, ist das kein Problem. Was macht denn Douglas hier? Douglas besucht ein Grab, okay. Das ist interessant. Also erstmal haben wir gerade wieder neue Besucher, was ich gar nicht mitbekommen habe. Und der besucht das Grab.
Jetzt ein meisterliches Grab. Verwirrung, Goli. Besuchergruppe Verwandtschaft. Ah, Moment. Okay, Douglas ist der Vater von Kuzia. Da steht die erste Fackel. Und das sieht, finde ich, für eine Krypta einfach genau richtig aus. Richtig cool wäre noch so Wandhalterung für Fackeln. Dass man die hier noch vielleicht über die Säge machen könnte. Das wäre noch besser. Aber das geht halt leider nicht nur mit Mod vielleicht. Ich habe keine Mod parat gerade auf die Schnelle, aber gibt es bestimmt. So, diese beiden Schlackerteile müssen hier weg. Und dann würde ich sagen, haben wir es für diese Folge auch mal geschafft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie cool ist das denn? Die hilft. Engelhardt trägt Metallschrott zur Lagerzone 1. Ja, echt klasse. Ja, stimmt, die können helfen. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.